Viele Leute fragen mich immer wieder, welche Software ich für meine Animationen benutze. In diesem Video möchte ich euch also alles einmal kurz vorstellen. Bevor ich anfange, möchte ich euch noch einmal kurz informieren, dass es sich hierbei um recht kostspielige Software handelt. Zu kostenlosen Alternativen werde ich noch einmal ein extra Video produzieren. Ihr könnt jetzt oben abstimmen, ob ihr lieber dies zuerst sehen wollt oder vielleicht eine Vorstellung meines Equipments. Die erste Software, die ich euch heute vorstellen möchte, ist DragonFrame. DragonFrame nutzt man für den reinen Animationsteil. Die Software erlaubt es mir, meine Kamera am Computer fernzusteuern und bietet unendlich viele hilfreiche Features. Am nützlichsten sind aber eigentlich die ganz simplen Sachen. Also Dinge wie Onion Skin oder die Möglichkeit, seine Fotos in Echtzeit als Animation abspielen lassen zu können. Dadurch fällt es einem sehr leicht, Fehler direkt auszubessern und man muss nicht noch einmal ganz von vorne beginnen. DragonFrame ermöglicht es einem auf jeden Fall, deutlich schneller und vor allem präziser zu arbeiten. Mit dieser Profi-Software sind bereits diverse Kinofilme entstanden und dementsprechend ist sie mit $300 relativ teuer. Sie kommt aber auch mit einem praktischen Keypad und $300 sind für den industriellen Standard immer noch sehr wenig. Hat man seine Animation fertig, kann man zu einem Schritt gehen, den nicht jeder unbedingt braucht. Und zwar spreche ich von den visuellen Effekten. Für diese nutze ich das Programm Adobe After Effects. Zwar überzeugt mich dieses Programm voll und ganz, allerdings bin ich mit dem Bezahlsystem von Adobe überhaupt nicht zufrieden. Sie setzen nämlich auf ein Abo-Modell. Möchte man als Einzelanwender die gesamte Creative Cloud nutzen, zahlt man pro Monat 60 Euro. Für mich als Schüler ist es zwar deutlich günstiger, aber trotzdem noch ziemlich teuer. Ich würde euch deswegen eher zu HitFilm raten. Die Express-Version ist kostenlos und hat fast die gleichen Features. Und die Pro-Version kommt sogar mit mehr Möglichkeiten als After Effects und kostet einmalig 330 Euro. Oder man verzichtet gleich ganz auf visuelle Effekte, aber mir persönlich macht diese Arbeit immer sehr viel Spaß. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Musik. Natürlich kann man fertige aus dem Internet nehmen, aber diese passt oft nicht ganz so gut. Selbst komponieren ist hier deutlich besser. Für alle nicht musikalisch Begabten, genauso wie ich, kann ich nur Filmstore empfehlen. Dieses Programm macht das Komponieren wirklich einfach. Das fertige Musikstück passt perfekt zu eurer Animation. Hat man alles fertig, kann man die einzelnen Dinge in der Schnittsoftware zusammenfügen. Hier gibt es unzählige verschiedene Möglichkeiten. Aber da ich sowieso bereits die Creative Cloud bezahle, nutze ich natürlich Adobe Premiere Pro. Ein wirklich hervorragendes Programm, an dem es rein gar nichts zu meckern gibt. Alternativen wären zum Beispiel Sony Vegas Pro, Final Cut oder das eben erwähnte HitFilm. Hier kommen dann auch noch die Soundeffekte mit ins Spiel. Wenn ihr sehen wollt, wo ich diese herbekomme, schreibt es bitte in die Kommentare. Seid ihr mit diesem Schritt durch, steht der Veröffentlichung nichts mehr im Wege. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.